Bei Instagram bist du auch live. Kannst Okay. also loslegen. Gut. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Alp von der Firma Möbel in Berlin. Willkommen in unserem heutigen Live-Video. Wie Sie dann hinter mir sehen können, da haben wir auch eigentlich eine ganz schöne alte Holzkommode. Und möchte ich dann auch heute so zu Ihnen oder mit Ihnen dann in dem Live-Video diese Kommode in Rostoptik gestalten bzw. streichen. So, wie Sie auch sehen können, dann haben wir dann auch gestern, also davor dann, die einige Vorbereitungen gemacht haben, die auch ein bisschen noch schon gestalten. Der hier ein bisschen angefangen und die Seite, dann werde ich dann jetzt auch dann hier live machen. So, Hintergrund dann da oben, dann sehen Sie auch unsere Produkte. Heute dann werde ich dann von der Marke, also von der Firma Dixiwell benutzen. So, es ist eigentlich ein super Produkt, super Qualität und da gibt es jede Menge eigentlich Lösungen für die Do-it-yourself-Projekte. So, meine Partnerin Tina ist heute hinter der Kamera im Einsatz. Hallo Tina. Hallo. So, ich werde natürlich auch ganz kurz erklären, heute, was für eine Farben und welche Farben noch wir auch dann bei der Gestaltung benutzen werden. Und auch als Reihenfolge. Davor, da eigentlich, was ich sagen möchte, ist, wenn Sie was gestalten möchten oder so ein Möbelstück bei sich da haben, da hier, was wir eigentlich allererste machen müssen, ist, dass wir dann auch dieses Möbelstück schön ordentlich putzen, sauber machen. Deswegen hat auch dann Dixiwell, da heißt dann White Lightning, so ein schönes Pulverprodukt, in einem kleinen eigentlich Eimer, ja, in eine kleine, also in einen Eimer so mit warmem Wasser und da können Sie auch dann schön noch ein bisschen Pulver dann einfach mal umrühren und dann ja, mit Hilfe dann eigentlich einer Schwamm, da können Sie auch schön ordentlich putzen. Warum wir das machen? Weil ja, die sind ganz alt, egal ob Sie dann zu Hause haben oder irgendwo auch über Internet oder in irgendwelche Flohmarkt auch gekauft haben oder besorgt haben. Da kann auch dann wahrscheinlich auch ein Fettschicht darauf sein und das eigentlich blockiert auch in unserer Gestaltung, wenn die Farbe eigentlich steht nicht da, wenn der Fettschicht darauf ist, dann auch was Sauberes und Ordentliches und Nachhaltiges. So, deswegen machen wir damit White Lightning, schön auch dann sauber. 10 Minuten dann ungefähr, da kann man warten und dann müssen Sie dann auch ordentlich dann mit nochmal mit dem Wasser eigentlich ordentlich abwaschen. Und wenn diese Phase fertig ist, dann putzen. Dann, wie Sie auch sehen, dann habe ich auch dann ein paar Sachen hier, was dann eigentlich nützlich, was schön ist, immer Küchenrolle, Babytücher, also Feuchttücher, ein kleiner Eimer mit Wasser für benutzte Pinsel, auch von Dixiwell, eigentlich auch ja, schön auch dann eigentlich Sprayflaschen und manche andere Sachen und dann Pinsel. Bei der Rostoptik, um Rostoptik zu machen, dann werde ich dann auch diese, also wir machen das auch eigentlich mehr so strukturell oder so ein Textil darauf. Deswegen dann werde ich heute dann so Naturfarbpinsel benutzen. Ganz einfach, preiswerter Pinsel. So, weil nach dem Tupfen, und wenn Sie wie ich dann doll tupfen und schnell, das ist die Anfangsphase, das geht so einfach mal so wie Bob Marley Haar. Ja? So, deswegen habe ich dann hier ordentliche Pinsel, also unterschiedliche. Ja, und Rostoptik. Gut, erstmal sag mal auch dann die Farben, was ich dann hier eigentlich benutzen werde. Wie ich gesagt habe, das sind alle Firma Dixiwell. Erst unsere zwei Grundfarben. Die Hauptgrundfarbe ist hier braun. Bei Dixiwell, da heißt auch ein Chocolate. Das ist eine braune Farbe, ist eine dunkelbraune Farbe, ist eine dominante Farbe. Warum wir dann auch eine dunkle Farbe machen? Es ist, weil es ist so einfach. Hier, wie Sie sehen, da gibt es dann unterschiedliche Kommoden, Produkte und natürlich
Farbschema. Hier, wie Sie sehen, das ist dann eigentlich ein bisschen was unterschiedlich. So, dann möchte ich dann aber komplett alles decken. Ich möchte nicht nur in Rostoptik machen, sondern auch dann ein bisschen auch so alt aussehen soll. Deswegen dann eine Dunkelfarbe, da gibt mir auch dann im Hintergrund auch dann mehr so eine Dunkelheit, so wie verrostet, aber auch veraltet. So, dann dieses Effekt, deswegen ist es auch eigentlich wichtig. Zweite Hauptfarbe ist diese, eine meiner Lieblingsfarben, Türkisfarbe. Das ist diese Mermaid Tail, heißt das bei Lixibel. Das ist eigentlich, wie Sie hier sehen, das ist die schöne Farbe, schon leuchtet. Und dann kommt, also diese, nach diesen zwei Grundfarben, die Hauptfarben, dann diesen Rosteffekt. Ich benutze, also ich bin so mehr oldschool, dann werde ich dann eigentlich zwei, drei, sogar vier Farben, verschiedene Farben benutzen. Da werde ich dann selber manuell auch eigentlich einen Rosteffekt machen. So, hier, wenn wir dann klar sein können. Normalerweise, Dixiwell hat natürlich auch für einen Natura-Rost-Effekt, die haben auch ein Spezialprodukt, heißt auch dann die Patina Paint, Patina Farben. Das ist dann in drei verschiedenen Farben, das sind Eisen, Kupfer und Bronze. So, je nachdem auch was für einen, eigentlich einen Rost-Effekt, ob Sie machen möchten, da können Sie auch dann eigentlich, ja, je nach Ihrem Wunsch auch, einen Farbton entscheiden und aussuchen. Die sind aber dann Chemieprodukte. Also Sie wissen, das ist dann die Kreidefarbe, ist so wasserbasiert, da ist es ganz ergiebig, aber auch ein toller Farben. Da kann auch, also kein Geruch, gar nichts, kann man sofort sauber machen mit Wasser, super reagiert und aktiviert die Farben. Aber diese Patina-Serie, das ist eigentlich schon Metallpartikel auch schon drin, das ist ein Chemieprodukt. Da braucht man ein bisschen mehr eigentlich, Beherrschung auch dann über die Farben, ne? Also das ist nicht wie in den Kreidefarben, das einfach mal darauf legen und so irgendwie dann auch barrieren. Hier so läuft das in der Patina-Serie, wenn Sie dann noch eine, drei, alle, also eine von diesen drei Farben auch dann drauflegen. Und dann am Ende, da gibt es einen Patina-Spray, das ist ein Aktivator-Spray für diese Patina-Farben. Dann wenn Sie auch dann auch nochmal sprühen, dann irgendwann mal, da müssen Sie dann auch mit Patina-Guard, das ist eigentlich eine Versiegelung für diese Patina-Serie, das stoppt dann diesen Rostprozess. So, während dieser Prozess, das geht auch alles eigentlich von sich selber, da können Sie nicht mehr so sagen, okay, Intensität oder mehr oder weniger, dann ja, mehr diese Farbe oder mehr so Rost oder hell, dunkel, kann man leider nicht einrichten. Deswegen, wie ich dann vorher gesagt habe, Oldschool werde ich dann selber mit diesen schönen Farben machen. So, dieses Rosteffekt. Wir gehen auch dann von hell zu Dunkeltönen. Deswegen, der erste, und so eigentlich so eine erste Farbe ist gelb. Heißt Colonel Mustard bei Dixiwell. Dann zweite Farbe, also das heißt, es erst gelb, da werde ich tupfen. Und dann kommt dann noch Florida Orange, das ist eine Orangefarbe, auch schon leuchtet, ne? Und dann dritte Farbe ist dann Rustic Red, ist auch rot, richtig dunkel, klar, dann rot. Dann kommt dann nochmal eigentlich ein bisschen braun, auch dann, also unsere Chocolate Farbe, um das jetzt auch dann mehr so einen Rosteffekt zu geben können. Und dann ganz, ganz ein bisschen, dann ja, ein paar von Kaffeebean. Kaffeebean ist auch dann eigentlich so eine ganz, ganz dunkel, richtig Kaffeebohnenfarbe, kann man so sagen. Und wenn das alles fertig ist und dann am Ende werden wir natürlich unser Dixiwell Topcoat auch dann versiegeln und dann am Ende natürlich nochmal Post-Show Patina, das ist so wie Bronze und Gold, so ein bisschen so, wie ich dann hier kurz vorbereitet habe, so einen diesen Metalleffekt geben können. Was schön ist, da müssen Sie dann eigentlich nicht so ja, von vorne eigentlich ganz so pingelig müssen sie nicht sein, muss nicht intensiv sein, sondern kann man jederzeit auch die Farben natürlich auch ein bisschen Farbstruktur, die Farbtöne, Intensität auch, können sie dann jederzeit auch ändern. Ja? Also deswegen dann, wenn man auch in zwei, drei verschiedene Pinsel haben, so in der Nähe oder bei sich haben, das hilft, dass sie dann auch dann einfach mal ganz sauber arbeiten können. So, ich packe dann mal die Zettel gleich mal an Seite. Ach ja, wie Sie sehen, bei dieser, also dieses Mal habe ich, also öfter dann benutzt du mir eigentlich aber Ornamente, so also hier darauf gemacht, bei den Türen. Dieses Produkt, ich kann so zeigen, von der Firma Butcher Ben.
Es ist eigentlich so eine Art von Holzmaterial, aber das ist eigentlich, also Magie ist so hier. Sie können natürlich, wenn es so wie hier ist, wenn dann also eine glatte Fläche hat, da kann man einfach mal machen. Aber wenn Sie sagen, okay, ich möchte dann noch dann weiterhin die andere ungerade Stelle machen oder ich habe eine schöne Ecke, kann auch rund sein, kann kantig sein, dann möchte ich machen. Dann, es ist halt sehr einfach, es ist Magie, ist hier, wenn Sie dann eine Heißluftpistole haben, da können Sie dann auch eigentlich dann erhitzen, so ein bisschen erwärmen. Oder auch, wenn Sie diese Maschine nicht mehr haben, oder zu Hause, muss man nicht sein, dann im Backofen packen. Ein bisschen dann, das natürlich dann auch dann erwärmen. Und dann, das wird wie ein Gummi, wie eigentlich ein Knete, ne? So wie auch wie damals auch wenn so in unserer Kindheit auch gespielt haben. Dann können Sie super performen. Und hier mit dem schönen eigentlich auch Kleber auch festgemacht. Wenn Sie auch vielleicht Tackermaschine haben oder so mit kleiner so, ja. Irgendwie, da können Sie auch da einfach mal festmachen. Hier ein bisschen bombastisch. Gestern Abend, dann habe ich da noch draufgelegt und steht mal da. So, das ist auch, da können Sie merken, Fuji Band. Es gibt natürlich auch von anderen Marken auch dann solche Produkte auch. Aber das ist was eine wichtige. Und ich habe gesagt, für die beste Rostoptik-Ergebnis, dann brauche ich eigentlich einen, so nicht eine glatte Oberfläche, sondern ein bisschen mehr. So strukturell, das ist so wie ein Texture machen. So, wie mache ich dann? Natürlich mit Sea-Spray von Dixiwell. Das ist ein Pulver, habe ich dann hier, um was so Inhalt zu zeigen, dann habe ich dann auch hier vorbereitet. Das ist dann einfach mal so ein Pulver. Werde ich jetzt, bevor ich dann anfange, so ich habe eine kleine Dose, können Sie auch vielleicht eine tiefe, einen tiefen Teller haben oder Becher, kann man benutzen. Das immer entweder umrühren, die Farben meine ich, oder schön umschütteln. Und achso, die ganze dann auch in Live-Show, ja, dann dauert eigentlich ein bisschen so eine Zeit, einige Zeit. Falls Sie eine Frage haben oder ja, irgendwas so mit uns so mitteilen, dann einfach mal in den Kommentar oder Chat bitte schreiben. Ich oder meine Partnerin, so Tina, wie ich gesagt habe, das also steht auch nur in der Regie. Bei Facebook geht es gerade, glaube ich, nicht. Okay. Ich versuche es nochmal die Verbindung herzustellen. Also bei Facebook sind wir gerade Kannst du rausgeflogen. vielleicht in dem Facebook hier und dann so rein. Genau. Okay. So. So, einfach mal ein bisschen. Immer das Problem da, wenn man da auch nicht dann ordentlich sauber macht, dann nächstes Mal, dann geht auch dann eigentlich diese Kappe nicht zu. Okay. So, ich kann dann hier und dann jetzt auch Kaffee, Chocolate ist schon drin, ist meine Grundfarbe und dann Pulver packe ich mal einfach mal rein. So. Hier müssen Sie sich natürlich dann selber entscheiden, ob Sie dann eigentlich eine leichte Texte haben oder dann ja, ganz intensiv auch richtig, dann merkt man dann, na, also dann auf der Oberfläche, dann wenn Sie dann mehr Struktur haben oder Textur, dann müssen Sie dann auch mehr rein. Und also der Puba ist eigentlich auch ein schönes Produkt. Wenn Sie dann sagen zum Beispiel, okay, ich möchte keine Ornamente so rauflegen, sondern zum Beispiel so wie Schablone, da kann man natürlich auch schon Schablone auch benutzen. Und wenn man mehr 3D-Effekt geben möchte wegen der Schablone oder diesen Figuren, was Sie da machen, dann können Sie natürlich mehr Pulver rein, da die Farbe wird noch dicker. Und dann, wenn Sie dann töpfern, da steht auch dann natürlich richtig Merkmal und dann hier so werden 3D-Effekt. So. Manche dann natürlich mögen so oder möchten so, manche nicht. Ne? Ich mag also eigentlich den Rosteffekt, dass mehr so richtig rostig so. Man denkt so immer, also ich im Kopf immer während der Gestaltung dann, ich denke immer, okay, wenn dieser Kommode jetzt draußen auf der Terrasse steht und irgendwann mal auch dann ist ein
Naja, an einem Lenkrad oder Wasser kommt, natürlich jetzt nicht einmal, aber dann werden draußen stehen. Man kann sein. Ne? Und dann, wie eigentlich ein Tropfen und wohin und welche Stellen kommt dann Wasser und dann mehr auch eigentlich, oder wegen Feuchtigkeit. Ne? Kann sein, dass es auch wie eigentlich Beton oder so wie Kellerraum, dann wo und welche Stellen noch dann eigentlich mehr gerostet. So, dann kann man auch ein bisschen Fantasy und genau das. Sorry. So eine kleine technische Problem. Eigentlich vorne hier, was ein Gestalten, was Live-Video ist, eigentlich auch anstrengend, aber eigentlich hinter der Kamera ist auch da eigentlich so, aber gut. Also, ich mag dann so einfach mal, bin ich dann noch ein bisschen machen, so, einfach mal so, wie Sie sehen. Wenn wir viele Farben haben auf der Kopf und dann hat man natürlich solche eigentlich leere Böscher, das ist auch noch von Pixelwelt sind sehr klein. So. Es sind Chocolate. Und wenn ich mal Chocolate so denke oder mit dieser Farbe streiche, dann denke ich mal, okay, ich habe da auch Appetit auf Chocolate, also sind Schokolade. So, gut. Dann machen wir so. Ich nehme. Ja, das ist so gut. Erst einfach mal. So. Okay. Dann kann ich einfach mal drauflegen. So, werde ich dann jetzt erstmal meinen Platz tauschen. Ich hoffe, dann bleibe ich noch. Ja, wieso? Okay. Gut. So. Ich fände dann noch ganz oben von unten an. So, dann kann man auch einfach mal noch ein bisschen nehmen. Einfach mal anfangen zu tupfen. Und wie ich gesagt habe, müssen Sie nicht dann eigentlich so 100% auch achten, oder muss nicht 100% alles so schön decken, muss man nicht, weil wir werden mehrere Farben darauf auch nochmal eigentlich tupfen. Ne? Und man kann jederzeit auch, wenn man denkt, ah, okay, hier, gut, ne? Also so ein bisschen, da kann man auch dann eigentlich jederzeit auch mehr oder weniger Farbe aufmachen. So. Natürlich, wenn man lange nicht dann so irgendwas getupft hat und will, dann kann sein, dass ein paar Tage später dass sie dann auch schön Muskelkater haben. Aber ist eigentlich schön schnell, also, sondern wie eine, wie sagt man so, also wenn man einen Alltagsstress haben und dann zu Hause ist und man denkt, okay, ja, mein Chef hat mich geärgert, dann kann man auch schön ein bisschen Stress abgeben. So, ich achte dann auch dann die Ecke hier. So. Ich weiß, sieht da ein bisschen komisch aus, wenn man tupft. Und erste Stelle sieht dann alles so wie braun und so wie hässlich aussehen. Ne? Aber dann am Ende dann bekommen wir eigentlich auch ein schönes Ergebnis. Und wenn Sie auch dann wie ich, so ich kann mit linker Hand oder mit rechter Hand beide benutzen können, das ist manchmal ein Vorteil. Hier lasse ich auch dann den Knopf auch dann hier, weil ich möchte auch dann so einen schönen Rosteffekt auch hier auf dem Knopf auch machen. Und wie Sie auch sehen, dann hier auch einen ganzen schönen Metallknöpfe hier eigentlich. Ja, da kann man auch schön auch mit der Farbe auch dann guten Effekt geben. Die einzige eigentlich Nachteil bei diesem Pinsel, ja, ab und zu dann verliert man Haare hier. Aber wenn Sie dann merken, okay, so noch mal ein Haar steht auf der Kommode, bitte dann drin, einfach mal mit Finger weg.
weiß nicht, ob sie dann da so sehen kann von dieser Entfernung, aber hier, also wenn man ein bisschen seitlich guckt, dann sehe ich dann auch dann schön auch dann schön auch eine Struktur. Und ich möchte aber dann dezent machen, also bei diesem Kommode nicht so richtig ganz dicke, will ich nicht. Aber um zu zeigen, sie können dann mehr nehmen und langsam und ein bisschen noch länger sogar, also drücken nach dem Tupfen. Und dann steht auch da ein bisschen mehr Struktur hier. Super ist, weil eine kleine Farbe, das ist auch ab 20 Uhr kann man auch schon schön auch dann eigentlich so tupfen, nicht gar nichts, so. Das ist bei keinem Schimmel drin, das ist Wasser, das ist eine kleine Farbe. Mehr, das soll dann auch endlich schön auf den Kopf decken. Wie ich gesagt habe, hier. Na, okay, so geht weg. So, arme Pinsel. Schön auch wieder den Zeigenstecker. Also während ich tupfe, dann denke ich immer, überlege ich dann, okay, ja, wo kann auch dann ein bisschen alt aussehen können oder wo kann auch dann der Wursteffekt einfach am besten noch drauf liegen. Das sind mehr wie Ecken und Kanten eigentlich, ne? Oder das sind Ornamenten oder unter den Knöpfen oder die Ecke. Dass die Stellen, das eigentlich auch im Natur auch dann so gerostet wird. Kannst du ein bisschen zur Seite gehen, dass man noch schön fest gemacht? So. So schön auf den sichtbare Seiten dann auch dann alles zu kippen dann und so hier. Da könnte ich dann sogar so. Sie auch gut ordentlich drauf kleben auf einem Blätter. Die Ornamente auch bombastisch. Man kann die Ornamente auch zusätzlich noch mit Nägeln befestigen, aber wenn man einen guten Kleber nimmt, dann reicht eigentlich der aus. Richtig. Thank you.
hier mal ein bisschen rangehen, dass man mal die Struktur sieht. Mhm. Erstmal Facebook. Also wie man sieht, ist das halt nicht glatt, sondern da ist richtig so eine Struktur drauf. Und die entsteht durch das Seaspray. Natürlich, es ist immer schwer zu schätzen, ja, okay, altes Möbelstück, ja, wie wäre es, oder sieht hässlich aus, sogar bei der Gestaltung, ne? Also, wenn wir auch für den Kunden noch erste Fotos eigentlich machen und dann senden, dann die erschütteln sich auch, aber dann am Ende dann, Ergebnis ist eigentlich wunderbar. So, ich bin da. Gleich fertig mit unserem, also erstmal mit der ersten Hauptfarbe. Und ich glaube, du musst ein bisschen lauter reden. Okay. So, weiß auch dann, wie wir dann auch dann jetzt einen Zuschauer haben, dass sie jetzt erst eigentlich ihr Instagram oder Facebook angeschaltet haben. Ich mag jetzt heute dann Rostoptik die Kommode oder die Kommode gestalte ich dann in Rostoptik. Und ich möchte dann natürlich ein paar Roststellen machen und auch dann gleichzeitig aber auch alt aussehen. Ja, das Stück ist alt, aber wir wollen auch natürlich einen neuen Look geben und dann, dann aber auch noch, habe ich gesagt, schöner Rosteffekt plus der alte Aussehen. So, was ich gemacht habe ist, mit, ich habe dann hier meine Erstgrundfarbe, Hauptfarbe, Chocolate von Dixie Belle, das ist ein dunkelbraun. Dann habe ich mit Seaspray umgerührt. Da ist ein Pulver. Da mag auch eigentlich, wie Sie auch sehen, dann hier mehr Struktur machen. Warum ich dann eigentlich so eine Oberfläche brauche? Weil jeder von uns oder von euch dann haben auch dann eigentlich eine Rost- oder gerostete Stelle noch irgendwelche auf Metall oder auch dann Holz gesehen oder ne? Also so ein irgendwelches Material. Ist ein Rost ist nicht so einen glatt, so immer so mehr so roh und auch strukturell. Und diese Textur zu geben, dann machen wir mit Seaspray, mit Pulver, dann einfach mal so diesen Effekt. So, hier die erste Grundfarbe, dann habe ich alles fertig gemacht. Natürlich werde ich dann ein bisschen warten, dass eigentlich ein bisschen trocken soll. Kleine Farbe natürlich, da kann man auch dann eigentlich übereinander oder hintereinander auch dann ohne so lange zu warten noch weiter streiten können. Aber ich werde jetzt mal warten. Ich habe dann die rechte Seite gestern fast fertig gemacht und vorbereitet. Jetzt werde ich auch hier auch dann erst mit unserer zweiten Grundfarbe Türkis Mermaid Teal streichen und dann hier einen Rosteffekt geben. Wie ich auch in unserem Video gesagt habe, da gibt es auch direkt in Patina-Farben, so wie Kupfer, Eisen oder Bronze. Da kann man auch dann direkt auch diese Rosteffekt-Farben von Dixie Belle benutzen. Da brauchen sie auch dann ein Aktivator-Spray. Und da gibt es in zwei Farben, Blue und Grün. Morgen, da werden wir auch natürlich auf unserer Webseite, auf Facebook und Instagram posten, mit welcher Farbe, welcher dann Rosteffekt und in welcher eigentlich Farbrichtung, ob sie machen können, da werden wir auch erklären. Aber ich bin dann eigentlich ein bisschen Oldschool-Typ, da möchte ich dann auch selber dann meinen Rost-Level, Intensität und Farbkombination auch kontrollieren und selber machen und gestalten, deswegen werde ich dann auch diese Farben benutzen. Von hell zu dunkel gehen wir dann. Erst mache ich aber dann meine dann zweite Hauptfarbe, das ist die Mermaid Teal
Wenn ich fertig bin, dann können wir auch schön auch zusammen Lost-Effekt machen. So, erst. Und wenn ein Pinsel nicht mehr benutzt oder bis dahin, dann packt man da noch. Ja, einmal. So. Auch ein schöner Farbe. Was ich dann eigentlich sagen kann, ist, okay, ich habe schon vorbereitet, aber normalerweise, wenn das trocken wird, dann am besten mit dem feinen Sandpapier oder sagen wir so, das ist, da können Sie dann schön auch einfach mal ein bisschen schweifen, darauf gehen. Am Ende dann natürlich auch dann, um das diese Farbstaub wegzuwischen, dann auch dann ein bisschen mit Wasser einfach mal sprühen und dann kann man auch da mit Küchenrolle einfach mal abtupfen. Und dann, es ist, warum machen wir so? Weil dann, wenn Sie dann merken, auch, okay, manche Stellen sind richtig so doll strukturiert und ja, dann will ich nicht, dann einfach mal wegmachen. So. Okay. Schöne Farbe. So, zweiter Kandidat. So, hier nochmal. Alles gut. Okay. So, ich werde dann nochmal weiter tupfen. Müssen Sie aber dann nicht so eigentlich 100% wieder achten, dass, okay, das muss alles so gut gedeckt sein. Nein, sondern nicht. Aber ich möchte auch dann eigentlich dann ein bisschen im Hintergrund und braun sichtbar zu sein, das ist wie ein Old-Effekt und also zu geben und auch dann diese bessere Rost-Effekt, weil im Hintergrund gibt es auch dann zu viele eigentlich sichtbare braune Stelle. Natürlich, wenn wir fertig sind, denkt man nicht, aber und ein paar Tage später sogar dann wird richtig dann, wenn man so nachguckt, ey, das sind richtig gerne gerostet ist. Und hier dann können Sie dann jederzeit auch, wenn man sagt, okay, diese Stelle ist mehr braun oder rost, dann kann man auch dann, nochmal mit Tee, also mit der Türkisfarbe, einfach mal wieder drücken und weiter. Ich mag dann ganz breit so, weil gleichzeitig denke ich dann, okay, wie kann sein, auch dann, wo fängt dann auch der zum Rosten? Oben, wenn ein Wasserschaden kommt zum Beispiel, natürlich kommt auch dann hier unten die Feuchtigkeit, natürlich, dann saugt auch dann Holz, aber auch vorne auch dann, na, dann ist ein bisschen so, hier zum Beispiel, es schön auch den Bogen gibt, dann kann sein, hier einfach mal tropft und dann kommt er hier. So, deswegen, den Tupfen, dann ist das macht Sinn, wenn man noch ein bisschen ja, Fantasie drauf, okay, wo kommt auch dann Wasser runter und wo diese Rostoptik oder Roststelle und wie dann stehen kann. So. Oben steht immer noch, ich weiß nicht, ob Sie den sehen, die Farben, welche ich dann auch heute dann benutze und benutzen werde. Kannst du es nochmal nennen? Die Leute fragen, welche Farben wir haben. Genau, die Grundfarbe ist von Dixi, also alle Farbenprodukte heute sind von der Firma Dixiwell. Ich werde am Ende auch sagen, natürlich, oder nennen muss ich auch dann besorgen oder kaufen können. Grundfarbe, also Grund, die erste Grundfarbe ist dann Chocolate von Dixiwell. Und dann ist die zweite Farbe, was ich hier jetzt auch gerade tupfe, ist ein Mermaid Tee von Dixiwell. Das ist eine schöne Türkisfarbe, ganz leuchtende. Und dann ein Rosteffekt, wie ich gesagt habe, werde ich selber machen. Vom hell zu dunkel gehen, da kann man so machen. Eine Reihenfolge. Hier ist es ein Colonial Mustard, das ist ein Gelb. Das ist ein Florida Orange, ja, ist ein bisschen mehr Farbe abgelaufen ist, deswegen habe ich leider so gemacht. Das ist eine Orangefarbe und dann Rustic Red, wie Sie auch sehen, das ist ein ganz dunkelrot. Und dann kommt nochmal Chocolate für diesen Rosteffekt und am Ende ganz, ganz, ganz dezent ein bisschen Kaffeebean. Ganz, ganz dunkel durch die Kaffeefarbe. Von Dixiwell. Und wenn das alles fertig ist, klar, da kann man, was ich immer mache, aber hier auch machen werde auch, wenn ich damit Rostaffekt fertig bin, werde ich trotzdem die manche Stellen noch mit
Türkisfarbe raufgehen, dass dann dieser Farbablauf auch dann nicht künstlich aussieht, sondern vom, also mehr natural aussehen wird. So, dann hier einfach mal. Und genauso ist es wie in Autos oder irgendwelchen Griffen, ne? Wenn man auch dann immer halt dann hier mit unserer eigentlichen Fingerspitzen oder Nägeln, dann machen wir auch dann hier immer den Kratzer irgendwie. Da kann man auch schön auch dann hier, deswegen der Braun ist eine super Farbe, da können wir auch dann eigentlich diese Effekt geben. Bisschen weniger will dann noch mehr arbeiten, ein bisschen. Genau, vielleicht machst du nur zwei Schubkästen, weil wir sind jetzt schon in der Halbzeit. Okay, gut. Ich werde euch nicht dann schlaflos lassen und das ist okay. So. Also wichtig ist da, dass die Farbe nicht deckend aufgetragen wird, sondern dass immer überall so ein bisschen braun noch vorguckt. Das gibt halt diesen Alteffekt. Dann sieht es halt aus, als ob da die Farbe schon so ein bisschen abgeschuppert ist oder abgegangen ist. Genau. Und natürlich bei dieser Kommode, dann habe ich dann auch natürlich was auch von der Kommode selber auch dann ein paar Schönheiten. Ne? Also auch okay, Ornamente haben wir selber gemacht, aber dann auch dann hier. Das ist auch irgendwie schön, weil dann über bessere Wurststellen und so darzustellen, dann solche dann eigentlich Accessoire oder Form, dann macht Sinn. Ne? So. Hier eine zweite. Und wenn das alles fertig ist, dann nochmal von Dixiebag Topcoat. Wir benutzen dann jetzt zum Beispiel Clearcoat Flat, heißt das. Und dann einfach mal versiegeln. Einmal, lieber zweimal. Sogar besonders, wenn Sie dann auch dann oben dann was aufstellen werden, den Bilderrahmen und so weiter, es besser ist, dass es eigentlich zweimal ordentlich versiegelt. Und dann am Ende dann mit dieser Post-Choke-Patina, das sind Gold und Braun, Bronze, dann ich mache mal erstmal Gold und dann ja, diese Bronze-Kupferfarbe dann eigentlich, da mache ich dann mehr, so dann kann man auch darauf machen, dass dann am Ende es rost auch ein bisschen natürlich auch so leuchtet und so wie Natur aussieht und wie Metallfarben aussieht. Und wenn Sie auch dann damals auch dann auch so eine Rostoptik-Kommode oder irgendwelche anderen Produkte oder Möbelstücke auch gestalten haben. Sie können auch natürlich auch sehr gerne auch dann in den Kommentar auch dann posten oder wir haben auch eine Kreidefarbe Deutschland-Gruppe und das ist eine öffentliche Gruppe für jeden dann, der auch dann eigentlich so Interesse haben, professionell oder Amateur auch ein Do-it-yourself Projekte zu machen, ne, Herstellungen, dann Sie können auch gerne auch da posten, Ihre Erfahrungen auch mit uns eigentlich teilen und wir können auch unsere Erfahrungen und Ideen auch austauschen können. Wäre eigentlich super. So, dann ich lasse erstmal so, dass ich dann einfach mal einen Rosteffekt zeigen kann. So. Ich benutze die Nase zu machen, aber ich halte dann diesmal meinen Pinsel ein bisschen seit. Gut, jetzt, dann nehme ich dann einen Pinsel, dann ist dann, okay. Wie Sie sehen, das ist schon mehrmals benutzt, aber wenn Sie ordentlich auch sauber machen, da gibt es also sogar auch speziell auch dann Reinigungstools oder auch Seife und Produkte, auch von Dixiebell und von anderen Marken auch. Ne? Also muss nicht natürlich alles über Dixiebell sein, aber auch Dixiebell hat von A bis Z und alles, was man braucht. Dann können Sie auch noch ordentlich sauber machen. Wichtig ist nach der Nutzung, wenn Sie dann sagen, okay, es ist so spät, ich habe keine Lust,
Dann werde ich dann morgen eigentlich sauber machen. Dann packen Sie in einen Eimer mit dem Wasser, also warmem Wasser. Und dann wird nicht so trocken. Da können Sie dann richtig nochmal nach dem Saubermachen wieder verwenden. Oder in eine Plastiktüte wie Kühlschranktüte, so wie, ne? Also Gefriertüte oder so. Da kann einfach ordentlich machen. So, jetzt fange ich dann erstmal mit. In der Weihnachtszeit habe ich viel gegessen und Berlin ist ein bisschen schwer. Dann machen wir einfach mal. So, nehme ich auch. Ich weiß nicht, also schon wieder finden kann, aber ein Backteller. Also das ein bisschen, hier einfach mal dezent zu machen. Erst finde ich dann, hier habe ich mit Absicht dann zum Beispiel nicht so viel, also 100% gedeckt mit Türkisfarbe, weil ich möchte dann. So, in der Ecke einfach mal. Erst mache ich die Seite, dann komme ich die andere Seite auch mal hier. Schön auch erstmal da unten. Und das ein bisschen mehr. Ja, da kommt auch sogar. Hier auf die Stelle. Einfach mal. So. Dann geben wir auch dann hier. Versuch mal noch ein bisschen den Kopf nicht so davor zu machen. Ah, okay, sorry. Ja. Gut. So, die manche Stellen, ne? Dann auch dann, ich überlege mal, okay, hier kommt dann ein bisschen Wasser drauf. Ne? Und weil mehr dann eigentlich unten dann mehr Feuchtigkeit bekommen, ne? Wir können auch so denken oder machen, das ist die Farbe. Und hier dann, manchmal noch ein bisschen. Wie ich gesagt habe, wenn ich dann am Ende dann denke, okay, ist ein bisschen so, ja, so ein viel Rosteffekt irgendwie, dann kann man dann nochmal so ein Türkisfarbe auch dann weitermachen und geht und dann ein bisschen dann die Stelle so kommt. So, jetzt kommt die nächste Farbe, Florida Orange. Mal tupfen. Manchmal ganz doll, manchmal ganz dezent. Und ja, jede Farbstücke dann kann man auch einfach mal verwenden. Also das ist dann machen wir.
Also von der hellen Farbe bis zur dunklen Farbe für den Rosteffekt. Also wenn man den Rost auf die Kommode macht, muss man sich halt überlegen, wo im Laufe der Zeit der Rost entstehen würde. Und da dann am besten halt diesen Rosteffekt rauffügen. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, wenn man mal jetzt aus Versehen zu viel Orange benutzt oder zu viel Gelb, dann kann man einfach mit den anderen Farben nochmal rübergehen und das ein bisschen neutralisieren. Also da kann man eigentlich nichts falsch machen, man macht halt einfach so lange, bis es schön aussieht. Richtig. Also so eine Kommode in dieser Größe oder Maße dann für Grundfarben lieber natürlich besorgt ihr oder kauft ihr dann die große, die zum Beispiel hier 32 Ounce, dann sind es 16 Ounce und es gibt auch dann die 8 Ounce. So für die Rosteffektfarben, die wie Gelb, Orange oder Rot, da kann man auch schön noch die kleinen Dosen nehmen, das reicht, weil man braucht sehr, sehr, sehr wenig Farbe. Richtig. Und wenn man die Farbe rauftupft, dann immer so rauftupfen, dass man immer noch von dem Gelb und von dem Orange was sieht. Also die dunklere Farbe, also immer weniger Farbe benutzen, umso dunkler man wird. Weil Rost ist auch nicht dann nur, eigentlich dominiert nicht nur eine Farbe bei dem Rost, ne? Also, sondern mal auch dann, ja, ein bisschen mehr dunkel, so wie rot und mehr knallig, mal auch, aber dann auch ganz einfach mal dezent. Und so ein bisschen spielen, ne, mit dem Tupfen. Es macht immer Sinn, dann, wenn man noch ein bisschen mal rechts, mal links gucken und so und dann, na, wie das auch die Farben leuchtet. Wie ich gesagt habe, am Ende werde ich gucken, okay, ich dachte, okay, das ist ein bisschen übertrieben der Rosteffekt, so, und dann kann man auch nochmal diese zweite Hauptfarbe, diese Grundfarbe, Türkis, mit der Türkisfarbe kann man auch nochmal ein bisschen verfeinern. Also.
Ja, wichtig ist, dass man den Pinsel immer abtupft. Also das macht Alp da auf diesem Pappteller, damit die Farbe, damit nicht so viel Farbe im Pinsel ist. Das ist quasi einfach nur so ganz wenig Farbe immer rüber tupfen und wir wollen ja, dass die Farbe darunter immer ja noch durchscheint sozusagen. Ja, yeah, so ein bisschen knallt, aber dann habe ich gesagt, ich werde danach nun schön auch dann eigentlich so ein blendenden Duschgel machen. Mit meiner Hauptfarbe hier. So, und wie ich gesagt habe, nochmal ein bisschen Chocolate. Diesmal aber nochmal ganz, ganz dezent. Tina, möchtest du auch was vielleicht noch dazu sagen? Also eigentlich wenn man die Schritte richtig einhält, kann man da nichts falsch machen. Man kann halt regulieren, wie viel Türkis und wie viel Rost man haben will, indem man halt einfach das entsprechend gestaltet. Man kann das natürlich auch mit Blau machen. Mit Blau würde es auch sehr schön aussehen oder mit einem schönen Grün. Oder also dieser Rosteffekt selbst, den muss man nicht immer mit dem Mehrmetall kombinieren. Da kann man halt auch andere Farben nehmen. Und was halt wichtig ist, man fängt halt mit der hellsten Farbe an, geht dann zur dunkelsten und benutzt mit jeder Farbe weniger Farbe, damit immer noch so ein bisschen von das Gelb schimmert halt immer noch so ein bisschen durch. Und ja, das ist halt, was den Rosteffekt gibt, diese verschiedenen Farbtöne, die so ineinander vermischt sind. Genau. Und man muss halt dann auch irgendwann lernen, aufzuhören. Das ist immer der Punkt, der schwer ist. Man kann natürlich ewig weitermachen, aber wenn es einem dann gefällt, sollte man auch aufhören, weil sonst... der Zeitpunkt ist immer schwer zu finden bei solchen Sachen. Da kann man wirklich sich im Detail verlieren ein bisschen, wenn man nicht aufpasst. So, dann machen wir hinterher ein bisschen drauf. Sehr schön. So, die letzte Farbe ist jetzt Coffee Bean und bei Coffee Bean muss man wirklich aufpassen, die ist sehr, sehr dunkel, das ist ein schwarzbraun, dass man da wirklich nur ganz, ganz wenig nimmt. Das ist einfach nur um so ein paar, umso mehr Farben man benutzt, umso mehr Details hat man und umso mehr Tiefe bekommt das Stück auch. Und da muss man wirklich dann den Pinsel, so wie Alp das da gerade an dem Teller macht, schön die Farbe runternehmen, dass wirklich der fast quasi ohne Farbe ist und dann ganz, ganz, ganz sachte nochmal über die Stellen rüber tupfen. Aber man darf halt da wirklich nicht zu viel machen, sonst sieht man die Farben darunter nicht mehr und dann kann man nochmal von vorne anfangen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Und da auch wirklich nicht überall, sondern nur so an so ein paar Stellen. Das macht halt einfach Tiefe und Struktur und macht das Ganze natürlich auch ein bisschen authentischer, weil Rost halt einfach, der ist halt nicht nur einfarbig. Da sind halt super viele Farbtöne, die da miteinander harmonieren.
So auch ein bisschen Alt-Effekt und genau das hier. Genau. Also wie Sie sehen, das ist einfach, egal ob ich dann richtig ganz doll auch dann hier Papier gemacht habe, das ist immer noch eigentlich sehr dominant, die Farbe. Hier. Durch dieses Braun, das ist ja eine relativ neutrale Farbe, dadurch leuchtet natürlich das Türkis noch viel mehr. Also das ist normalerweise, wenn man das so von einer weißen Wand halten würde, würde das gar nicht so zur Geltung kommen. Aber diese Brauntöne lassen das halt so richtig ja, scheinen. So, ein bisschen Lighteffekt, da haben wir auch gegeben. Wie ich gesagt habe, jetzt werde ich erstmal auch gucken. Also die Stelle. Dann sage ich mal, okay, ja, jetzt, dann weiß ich dann auch, wo ich dann auch nochmal ganz dezent auch mit meiner Türkisfarbe raufgehen kann. Nur vielleicht nochmal vielleicht erklären können, wie sagt man so. Mach mal weiter, weil wir sind schon fast eine Stunde jetzt. Jetzt musst du ein bisschen Gas geben. Dann, okay. Dann ist so. Also wir gehen jetzt nochmal mit dem Türkis rüber, nicht um nochmal, also einfach um diese Übergänge noch ein bisschen geschmeidiger zu machen. Die sind ja jetzt sehr hart und wenn man jetzt da den Rand nochmal so ein bisschen, wie Alp das da gerade macht, an der Ecke so ein bisschen durchtupfen, nochmal so ein bisschen aufweicht, dann sieht das noch ein bisschen natürlicher aus. Und da muss man jetzt auch nicht über alle Stellen mit dem Türkis nochmal rübergehen, sondern wirklich nur da, wo der Rost ist, dass es dann halt so ein bisschen mehr ein Bild ergibt. Genau, und auch über die Rostflächen kann man noch rübergehen und da ein bisschen Türkis hingeben. Dann sieht es aus, als ob da ja, so eine Patina im Laufe der Zeit entstanden ist. So, okay. So, ganz dezent, ganz leicht. Und damit kann man natürlich auch, wenn man jetzt beim Rost übertrieben hat und eine Riesenstelle hat, die man eigentlich gar nicht so groß haben wollte, kann man die natürlich auch so ein bisschen dann wieder verkleinern. Also da kann man ganz gut regulieren, wie viel Rost dann zum Schluss auf der Kommode übrig bleibt. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte eigentlich mehr Türkis, dann muss man den Rost ein bisschen mehr wieder übertupfen. So, gut. So, vielleicht sieht das aus. Genau, und zum Schluss machen wir das dann noch, wenn man auf der ersten Tür sieht, sieht es ja unten so ein bisschen auch aus, als ob da Wasser runtergelaufen ist. Den Effekt erzielt man jetzt natürlich nicht mit dem Tupfen. Das würde Alf jetzt kurz zeigen. Achso, ja, das ist diese, meinst du dann diese Patina? Nee, mit dem Wassersprühen. Achso, ja, genau. Es ist dann... hier, dann nehme ich aber auch dann. Also eigentlich, das habe ich dann über den Ornamente gemacht. Als ich dann die alle Farben für meinen Rosteffekt dann drauf gestrichen habe und dann am Ende, ganz natürlich nicht, also nicht so lange das so trocken also warten, sondern direkt dann frisch, wenn alles drauf ist, dann habe ich dann einfach mal, hier können wir auch zum Beispiel offen probieren. Danke, kommt bereit vor. Also direkt auch dann, wenn Sie dann auch über Farben noch dann auch Wasser sprühen und dann runterlaufen lassen, ganz direkt.
Wichtig ist, dass die Farbe noch nass ist, dass sie auch so ein bisschen verwischt. Wenn die nicht mehr nass ist, dann kann man auch noch mal ein bisschen Farbe rauf machen mit dem Pinsel. Und dann quasi direkt in die Farbe sprühen und dann läuft die so ein bisschen darunter und dann entstehen so, ja, so eine Laufspuren und dann sieht es halt so aus, ob das Wasser im Laufe der Zeit so runtergelaufen ist und halt den Rost dann gebildet hat. Genau, also hier natürlich, es ist schon noch ein bisschen trocken sonst, aber ups, da kann man einfach mal, genau, das dann. So, es ist natürlich dieser Effekt besser, wenn man zum Beispiel über Ornamenten, wenn sie dann auch jetzt auch fahren, also die Farben auch rauf. Hier kommt auch dann eigentlich alle Farben, da kommt auch Türkis darauf und dann kommt auch dann dieser Rosteffektfarben und dann kann man einfach mal auch dann direkt auch raufspüren und dann ein bisschen laufen lassen und nicht direkt auch hier Farblauf eigentlich tropfen, sondern hier tupfen sie dann auch unten und dann bekommt man auch dann dieses Effekt. Genau, genau, das einfach so ein bisschen runterlaufen lassen und wenn das runtergelaufen ist, dann unten abtupfen, dass es nicht auf die Erde geht. Ich würde mal nochmal mit der Facebook-Kamera ein bisschen dichter rangehen, dass man das sieht. Das sieht dann ungefähr so aus, da sieht man, wie das runterläuft und das trocknet dann so und dann sieht das so aus, ob da Wasser runterläuft. Und wenn wir dann denken, okay, das ist dann ja, schön geworden, das ist auch mein eigentlich, das ist ein Rosteffekt, ist alles auch super. Die Grundfarbe sehe ich dann, also der Effekt, also Wunscheffekt ist schon da. Dann kann man natürlich trocken lassen. Ich empfehle dann, sagen wir mindestens einen Tag wartet ihr dann. Und dann am Ende müssen wir natürlich versiegeln. Und Dixiwell, habe ich gesagt, er hat ein schönes Produkt, Clear Coat, Flat Benetton Make. Und dann, da muss man auch nochmal mit eigentlich ein besserer, eigentlich, vielleicht ein Tellscher Pinsel, einfach mal Topcoat auch drauflegen. Wenn dann trocken wird, das haben wir natürlich vorher gemacht. So, dann, ich zeige dann Ihnen. Da gibt es auch dann jetzt diese Frostschock. Diese beiden Produkte. Das ist einmal Gold und einmal eigentlich Bronze, also Kupfer sogar, sorry. Und genau, Kupfer und dann Gold. Dann kann man auch dann ganz dezent, ich mache zum Beispiel lieber auch mit, ja, mit Fingerspitze oder hier kann man schon noch ein bisschen vielleicht auch dann ja, rauflegen. Dann zeige ich dann euch. Also damit macht man einfach so einen kleinen Metalleffekt nochmal auf das Rost und dann sieht es so ein bisschen metallener aus und dann ist es natürlich. Beispielsweise, genau, da kann man auch dann schön noch dann über das Ornamente machen. Kannst du noch ein Stückchen rüberrutschen, weil du sitzt jetzt gerade davor. Sorry. Ja, so ist besser. Genau, ganz dezent und dann sieht es halt aus, als ob das da wirklich mal so ein Metallteil gewesen wäre, was jetzt darunter gerostet ist. Und falls Sie denken, das ist ein bisschen zu viel, da kann man auch dann mit. Genau, wenn man jetzt, das passiert halt schnell, das ist hochpigmentiert und dann kann es halt passieren, dass man mal an einer Stelle zu viel macht, dann kann man einfach mit so einem Babytuch das wieder abwischen sozusagen. Und dann kann man natürlich sich auch überlegen, möchte ich jetzt viel Gold, möchte ich viel Kupfer, mag ich Kupfer lieber, also da kann man natürlich, man könnte zum Beispiel auch mit Silber arbeiten. Also da kann man wirklich so kombinieren, dass das dann letztendlich den Look ergibt, den man gerne haben will. Also wir arbeiten viel mit Kupfer und Gold. Gold ganz, ganz wenig, Kupfer ein bisschen mehr nehmen wir in der Regel. Genau. So, eigentlich das war es erstmal. Ich werde natürlich dann auch ab morgen dann nochmal weitermachen. Die manche Stellen, die ich dann eigentlich ändern möchte dann oder verbessern möchte, das werde ich machen. Das ist die Schönheit von den Kreidefarben, ist egal. Da kann man auch dann immer noch mit den Farben auch eigentlich mehr oder weniger spielen. Und genau, also es ist hier für mich
Also Hauptziel ist dann unten es mehr Rosteffekt zu geben, mit weniger Struktur. Das habe ich gesagt, da können Sie mit Pulver und mit Tupfen auch dann das auch diese Level auch einrichten können, je nach Ihrem Wunsch. Ich habe dann mehrmals oder einige Male auch dann die Produkte von Dixie Belle ja eigentlich auch hier immer genannt oder erzählt, welche Farben ich benutzt habe, welche Produkte. Diese alle Produkte, dann können Sie dann direkt in unserem Online-Shop unter www.moebel-in-berlin.de www.moebel-in-berlin.de kaufen oder bestellen. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, irgendwann mal, oder ja, dass wir nicht erklären oder helfen können, sind wir immer dabei, bitte schreiben Sie an uns. Und, oder wenn Sie auch andere Ideen haben, mit uns auch so eigentlich austauschen oder auch mitteilen, sehr gerne. Sie können auch unsere Gruppen auf Facebook, Instagram überall schreiben oder per Mail auch uns erreichen. Eine Sache noch, wir wollen das jetzt öfter machen, dass wir mal live gehen und erklären, ja, wie man die Sachen so macht, weil es gibt zwar super viel auf Englisch, aber auf Deutsch gibt es noch nicht so viel. Und wenn es da jetzt einen bestimmten Look gibt von irgendwelchen Möbeln, die wir schon mal fertiggestellt haben, und ihr wollt wissen, wie das geht, könnt ihr uns das natürlich sagen und dann können wir versuchen, das in einem unserer nächsten Lives einzuplanen. Genau. Also, ich wollte nur eigentlich euch dann zeigen, was mir eigentlich immer am meisten gefällt. Rostoptik oder andere Sachen machen wir natürlich auch. Wir probieren auch, wir lernen auch jeden Tag. Es ist schön, dass wir probieren. Es ist eigentlich ein super Hobby. Geschäftlich auch natürlich toll. Das ist eigentlich ein schöner Medikament eigentlich für heutige Tage, besonders für die Seele. Wir wünschen euch dann auch einen schönen Abend. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja? Schönen Abend. Tschüss. Ja, ich gehe schon raus. Bitte.